Es ist endlich wieder soweit. Es ist Sarah Time. Heute habe ich ein Video, was schon lange, lange mal wieder von euch gewünscht war. Und zwar eine Morgenroutine. Yay! Und zwar haben wir gedacht, ich mache so eine schwangeren Morgenroutine daraus. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Anschauen. Ich habe mir echt viel Mühe dabei gegeben und ich hoffe, es gefällt euch. Lasst den Daumen nach oben da und ich würde sagen, wir legen los. Guten Morgen. Ja, eigentlich wie jeden Morgen werden wir vom Wecker geweckt. Ansonsten würden wir, glaube ich, bis 11, 12 einzuschlafen. Und so klingelt der Wecker eigentlich jeden Morgen schon zwischen 9 Uhr und 10 Uhr. Domi schläft einfach immer weiter. Ich muss ihn dann immer wecken und kuschel mich dann eigentlich jeden Morgen zu ihm. Zum Wachwerden brauche ich irgendwie jeden Morgen auch mein Handy. Ich check ab, was gibt's Neues auf Snapchat, meine Nachrichten, lese ja auch viele Nachrichten dann noch von euch und komme so dann langsam in die Puschen. Wenn dann Dominik langsam so zu sich kommt, was immer ein bisschen länger dauert in der Früh, cremen wir jeden Morgen den Bauch ein. Das ist wirklich schon zur Routine geworden, einfach um auch Schwangerschaftsstreifen vorzubeugen. Im Moment nehme ich das B-Oil oder das Belly-Button-Öl, beides im DM erhältlich und ich bin sehr zufrieden damit. Und dadurch, dass die Kleine in der Früh immer sehr aktiv ist, lassen wir uns echt viel Zeit dafür. Dann noch einen guten Morgensnap für euch und ab geht's ins Badezimmer. Alleine. Der erste Griff im Badezimmer geht natürlich zur Zahnbürste. Momentan benutze ich eine elektrische. Domi hat es dann auch geschafft, endlich mal aufzustehen, aber er bleibt oldschool und liebt seine Handzahnbürste. Dann nehme ich mein süßes Haarband her, damit ich alle meine Haare aus dem Gesicht bekomme, denn jetzt verwende ich mein Must-Have Skincare Tool, das Spin Brush von Vanity Planet. Das ist eine Reinigungsbürste, die ich mit 4 Aufsätzen geliefert bekommen habe. Und zwar eine große Aufsatzbürste für den Körper, ein Bimmstein für die Füße und 2 fürs Gesicht. Am Morgen nehme ich immer meine tägliche Reinigungsbürste mit den ultraweichen Nylonborsten. Dafür befeuchte ich einfach mein Gesicht mit Wasser. Den Bürstenkopf, den befeuchte ich ebenfalls. Und dann verwende ich dazu immer mein Waschgel Kostbare Blüte von L'Oréal Paris und gebe eine kleine Menge auf den Pinselkopf. Mit dem Spinbrush werden jetzt alle meine Bakterien entfernt, die Hautoberfläche 6-mal gründlicher gereinigt, sodass meine Haut glatter und strahlender wirkt. Meine Haut nimmt nun auch andere Pflegeprodukte besser auf und das Make-up später deckt auch besser ab. In der Zwischenzeit bringt Dominik schon das Schlafzimmer auf Vordermann. Ja, ich wasche mein Gesicht jetzt mit Wasser ab und reinige danach auch sofort die Bürsten. Mit dem Code SGLOW bekommt ihr 70% Rabatt auf eure Bürste. Den Link habe ich euch unten in der Infobox verlinkt. Heute habe ich mich für die Clinique Feuchtigkeitscreme entschieden. Und ich muss sagen, ich liebe es, in der Früh die Augenpads von Balea drauf zu tun. Die kaufe ich übrigens immer im DM-Markt. Jetzt reicht's aber. Domi hat schon Hunger. Heute gibt es übrigens Porridge von & Oats mit frischen Früchten. Schaut auf jeden Fall mein Video an über Frühstücksideen, da seht ihr genau, was wir sonst noch so alles gerne in der Früh essen. Das Video ist oben bei dem i verlinkt oder auch unten in der Infobox. So alle 2-3 Tage gönne ich mir auch noch meinen Kaffee in der Früh, meistens wird es ein Latte Macchiato. Dann bereite ich auch schon die Vitamine her, die ich von meiner Frauenärztin empfohlen bekommen habe. Ich nehme täglich Magnesium ein und alle 2 Tage das Orthomol Natal. Da sind alle wichtigen Nährstoffe drin, die gut sind für unsere kleine Prinzessin. Es ist übrigens erlaubt, 1 bis 3 Tassen Kaffee am Tag zu trinken in der Schwangerschaft. Es gibt einfach nichts Schöneres, wie gemeinsam zu frühstücken. Ein Snap darf natürlich bei uns nicht fehlen. Wenn ihr uns auf Snapchat und Instagram noch nicht folgt, dann müsst ihr das auf jeden Fall jetzt tun.
Alle Infos findet ihr auch unten in der Infobox. Ja, und der TV, der ist bei uns meistens auch an beim Frühstücken und da schauen wir immer uns die Serie an. Im Moment ist es Ozark, keine Ahnung, wie man das ausspricht, aber es ist sehr zu empfehlen. Was soll ich nur anziehen? Jeden Tag die gleiche Frage. Ja, in der Schwangerschaft ist es auch gar nicht so einfach, weil man ist sehr gebunden an diese Umstandsklamotten, Umstandshosen. Da heute aber die Sonne scheint, habe ich mich für ein Kleid entschieden. Kleider gehen nämlich immer. Das blaue Kleid habe ich von Gago Fashion und das passende Haarband dazu habe ich mir erst vor kurzem bei Zara gekauft. Ich liebe es einfach gerade ganz viel Schmuck zu tragen, daher zwei Ketten. Die erste ist von Leaves in München, die zweite ist von So Cozy. Die Ohrringe, die ich hier trage, die sind von Brichou Brigitte und das Armreif ist ebenfalls von So Cozy. Dann zeige ich euch mein Alltags-Make-up. Als allererstes nehme ich als Foundation die Perfect Match von L'Oréal Paris in der Farbe Beige. Dann bin ich gerade voll der Fan von dem Augenlöscher von Maybelline und da habe ich die Farbe Light. Für die Augenbrauen benutze ich momentan von Benefit das K-Brow 3. Ich weiß nicht, ob man es richtig ausspricht, aber K-Brow. Der Puder ist von NYX, die Farbe 03 von Stay Matte But Not Flat. Um ein bisschen Farbe an die Augen zu bekommen, benutze ich den Lidschatten von Revolution Limitless. Den bestelle ich immer bei Cosmetic for Less. Und anschließend gebe ich noch ein bisschen Kajal drauf. Das ist der Infallible Eyeliner Braun von L'Oréal Paris. Das ist die neue Palette von Maybelline Master Bronze und damit mache ich meine Kontur. Als Highlighter habe ich den Urban Decay Afterglow in der Farbe Sin gewählt. Und auf den Lippen trage ich den Lip Liner von NYX Sand Beige und den Lip Paint in 211 von L'Oréal Paris. Das ist meine absolute Lieblingswimperntusche. Das ist die Superstar X-Fiber von L'Oréal Paris. Die kann ich euch nur empfehlen. Das Setting Spray darf natürlich nicht fehlen. Das ist von NYX und dann bin ich auch schon fertig mit dem Make-up. Dann mache ich mir noch meine Haare. Und zwar muss ich als allererstes mal den Dutt aufmachen, den ich schon seit gestern Abend habe und kämme meine Haare gründlich durch. Das Haarband, was ich euch vorhin schon gezeigt habe, das ziehe ich dann noch drüber. Sieht auch bei geschlossenen Haaren ganz, ganz toll aus. Irgendwie bin ich gerade einfach voll der Fan davon. Und das war's jetzt auch schon. Ich bin fertig. Das war meine Morgenroutine für euch. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr hattet Spaß beim Anschauen. Lasst dann auf jeden Fall einen Daumen nach oben da und einen Kommentar. Das würde mich freuen. Und dann sehen wir uns ganz, ganz bald wieder, wenn es wieder soweit ist. Sarah Time!